Sorry, aber da sollte man doch mal lieber nach den wahren Ursachen suchen. Hey Leute, Trainerstühle wackeln ja wirklich schnell. Das ist jetzt nichts Neues. Aber eine 180-Grad-Drehung in nur 7 Tagen gibt's sehr, sehr selten. Bei Werder Bremen ist eben nichts unmöglich. Die 1:4-Niederlage bei der Borussia in Mönchengladbach sitzt tief. Aber fangen wir einfach mal ganz vorne an. Letzte Woche sagte Werder-Manager Frank Baumann noch, auch nach 8 Spieltagen wird Trainer Viktor Skripnik ganz sicher auf der Bank sitzen. Vorher kann man ja sowieso keine zuverlässige Prognose zur Saison abgeben. Jetzt heißt es aber, unsere Geduld ist nicht ewig haltbar. Die Folge, Viktor Skripnik darf seine Koffer packen, er ist ab sofort beurlaubt. Sorry, aber da sollte man doch mal lieber nach den wahren Ursachen suchen. Fakt ist, letzte Saison wäre man wirklich haarscharf abgestiegen. Die Frage ist, ja, wie willst du denn verhindern, dass es diese Saison nicht genauso läuft? Man muss eben neue Spieler kaufen, das ist die einzige Alternative. Die Liste ist lang und es wurde ja auch eingekauft. Max Kruse, der ist bis jetzt aber verletzt. Florian Kainz, der hat bis jetzt nur im DFB-Pokal gespielt. Robert Bauer, ein Spieler für die Zukunft. Und allein kann eben ein Serge Gnabry auch nicht gewinnen. Auf der anderen Seite, wer hat denn jetzt Werder Bremen verlassen? Yannick Westergaard, der absolute Abwehrchef. Anthony Uja, 11 Tore in der letzten Bundesliga-Saison. Und dazu ist dann auch noch die Leihe von Talent Levin Öztunali zu Ende gegangen. Also ganz kurz gesagt, Leistungsträger verlassen den Verein und kein passender Ersatz kommt. Ja, wie willst du denn da dann nicht gegen den Abstieg spielen? Beziehungsweise, sagen wir es anders, erfolgreichen Fußball spielen. Wie seht ihr das denn? Lasst uns da doch ein bisschen in den Kommentaren diskutieren. Fairness im Fußball. Für die Ultras von Eintracht Frankfurt anscheinend ein Fremdwort. Einfach nur der Wahnsinn. Kurze Geschichte. Man führt mit 2:1 gegen Bayer Leverkusen. Es ist die 88. Spielminute. 11er für die Werkself. Chicharito läuft an und in dieser Sekunde wird er von einem Laserpointer geblendet. Der Ball geht an den Pfosten und Bayer Leverkusen verliert. Die Frage ist natürlich, wie sehr stört so ein Laserpointer? Wie sehr lenkt sowas ab? Chicharito sagt natürlich, es hat mich gestört. Wobei er sich beim Schiri eben nicht beschwerte. Das hätte er machen müssen. Aber das ist einfach nur eine Unsportlichkeit. Leute, warum macht man sowas? Ich verstehe es einfach nicht. So, puh. Jetzt aber mal eine ganz andere Geschichte. Und das ist was Schönes, eine schöne Geste von Eintracht Frankfurt. Ihr wisst ja, Kapitän Marco Rus hat Krebs. Als Zeichen immer hinter ihm zu stehen, ist deshalb jetzt sein Vertrag bis 2019 verlängert worden. Eine sehr coole Aktion von der SGE. SGE. Hamburger SV 0. RB Leipzig 4. Und ich find's wieder geil. Lass es mich ganz kurz erklären. Die Ultras des HSV haben sich einfach ein Eigentor geschossen. Erst hieß es, wir werden gegen den Kommerz von Red Bull demonstrieren. Ja, schön und gut, könnt ihr ruhig machen, aber warum wirft man dann mit Eiern auf die Fans von RB Leipzig? Also sowas ist einfach respektlos und zeugt von mangelnder Klasse. Man darf aber auch nicht vergessen, beim Hamburger SV gibt's Investor Klaus-Michael Kühne. Bei RB Leipzig natürlich Red Bull. Der Unterschied ist einfach, Geld allein schießt keine Tore. Man braucht eben ein Konzept. RB, also Red Bull, hat ein Konzept, das der Verein über kurz oder lang eben nach oben bringen wird. Da bin ich mir zu 100% sicher. Der HSV dagegen hat eben kein Konzept und das Ergebnis siehst du seit Jahren in der Bundesliga. Mehr muss man eigentlich nicht sagen, oder? Was passiert denn eigentlich, wenn der Schiri die Regeln nicht kennt? Ist auf jeden Fall kurios, aber das gibt's tatsächlich. Bastian Dankert hat beim Spiel zwischen dem FC Augsburg und Mainz 05 nach einem Einwurf abseits gepfiffen. Also sowas passiert normalerweise nur in der Kreisliga. Ich fand's auf jeden Fall lustig, Schiris sind halt auch nur Menschen. Diese Woche gibt's für Manuel Neuer die Trophäe. Der Typ ist doch nicht von dieser Welt. Mann, was der gegen den FC Ingolstadt gehalten hat, lecco mio. Erst in der ersten Halbzeit, als er sich ganz lang machte, dann in der zweiten Halbzeit, als Lecky frei vor dem Tor stand und dann verunsicherte er auch noch Hinterseher, die den Ball dann aus bester Position neben das Tor zimmerte. Ganz kurz gesagt, ohne Neuer hätte der FC Bayern auf gar keinen Fall mit 3:1 gewonnen. Ich selbst war ja auch im Stadion, jetzt ohne Kamera etc., hat aber mal wieder Spaß gemacht, mal sich ein Spiel ganz normal ansehen zu können. Insbesondere, weil ich von Ingolstadt dann umzingelt war, war super lustig. 20 Jahre hat der 1. FC Köln genau auf diesen Moment gewartet. Man war endlich wieder an der Tabellenspitze. Gut, lange hat es nicht gehalten, besser gesagt nur eine Nacht. Am Freitagabend gewannen die Kölner nämlich gegen den SC Freiburg mit 3:0. Trotzdem, der FC könnte sich wirklich zur Sensation der Saison mausern. Bedanken muss man sich da auf jeden Fall bei Stürmer Anthony Modest. Der Junge wird wirklich von Spiel zu Spiel besser. Jetzt hat er 2 Tore erzielt.
Er selbst hat sich auch bedankt und zwar beim Zeugwart Kresimir Bann, heißt er, glaube ich, oder ganz kurz Kresor. Er hat sich nämlich als Dank ein K auf die rechte Seite rasieren lassen. Fangen wir also mal beim Freitag an. Wie gesagt, ein 3:0-Sieg des 1. FC Köln gegen den SC Freiburg. Der höchste Sieg geht an Borussia Dortmund, 6:0 gegen Darmstadt 98. Der FC Bayern bleibt Tabellenführer und zwar mit einem 3:1-Sieg gegen den FC Ingolstadt. 1899 Hoffenheim, VfL Wolfsburg 0:0, Hamburg SV, RB Leipzig 0:4. Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen 2:1. Hier eine ganz kleine Randnotiz, das neue Bayer-Edition-Trikot ist total hässlich. Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen 4:1 und gestern gab es dann noch diese Ergebnisse. FC Augsburg, Mainz 05 1:3 und Hertha BSC Schalke 04 2:0. Und damit bleibt Schalke ohne Punkt und hat sogar noch kein einziges Tor erzielt. Damit sind sie jetzt wirklich ganz, 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 ganz weit hinten in der Tabelle. Mann, was für ein Katastrophenstart in diese Saison. Eine Pause gibt es jetzt hier bei 90 plus X überhaupt nicht. Es ist ja englische Woche. Sprich, am Donnerstag gibt es einen neuen Rückblick zur Bundesliga. Ansonsten, ihr kennt es, am Mittwoch zeige ich euch mal wieder ein kleines Trikot aus meiner Sammlung und am Freitag diskutieren wir ein bisschen über das Thema Pyro im Fußball. Also das wird wahrscheinlich auch ziemlich kurios. Der Plan ist also wirklich randvoll. Eins will ich noch loswerden, empfehlt den Kanal doch mal weiter. Schaffen wir dann vielleicht jetzt richtig fix die 2000 Abos. Ich würde es auf jeden Fall mega feiern. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch, na, schaffe ich's? Gut Kick und ciao.